Moin Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Alltag geblubbert. Jetzt haben aber die Blubberfreunde gefehlt, oder? Moin Moin, liebe Blubberfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Alltag geblubbert. Ich dachte mir, ich sollte mal wieder mehr vloggen. Es macht mir eigentlich so viel Spaß, aber dann vergesse ich die Kamera doch immer wieder und denke mir, eigentlich ist das gar nicht so interessant, aber vielleicht könnte es euch doch interessieren, was ich so den Tag über treibe. Diese Woche ist nämlich ein bisschen, ja, turbulenter, es ist ein bisschen mehr los und deswegen nehme ich euch diese Woche auch wieder so ein bisschen mit der Kamera mit. Heute ist Dienstag, der 14. März. Gestern war ein sehr anstrengender Wochenstart. Ich hatte viel zu tun und war abends einfach nur mega froh, als ich in meinem Bettchen lag und The Voice Kids angucken konnte. Typisch Montag. Ist immer so das gleiche Szenario. Anka, fließen die Tränen aus den Augen am Montagabend, was ist passiert? Anka schaut The Voice Kids. So läuft das immer ab. Ganz, ganz, ganz schlimm. Aber ich liebe diese Sendung. Sie macht einfach sehr viel Spaß, weckt viele Emotionen und ist einfach ganz schön. Ja, heute liegt eigentlich gar nicht so viel an Arbeiten. Klar, ich gehe jetzt gleich los oder fahre jetzt gleich los. Und heute Abend ist dann so ein bisschen Wohnungsputz angesagt, hier ein bisschen Klarschiff machen. Morgen geht es nach Stuttgart in die Körperwelten-Ausstellung. Da bin ich eingeladen, einmal zur Ausstellung und zur Lesung von Simon Beckett. Voll cool, oder? Da, ich weiß nicht, inwieweit ich euch da mitnehmen kann, aber auf jeden Fall werde ich euch davon erzählen. Und was noch toll ist, ist diese Woche der Freitag, denn da fahre ich erneut nach Stuttgart zur Lesung von Anne Freitag und Adriana Popescu. Yay, Feierabend! Ich komme gerade nach Hause, habe mich schon so ein bisschen umgezogen, schon ein bisschen in Chitty-Billy-Klamotten geschmissen. War heute noch einkaufen, habe so ein paar nette Sachen bei Rossmann gekauft. Ich liebe es, bei Rossmann oder DM shoppen zu gehen. Ich war schon ewig nicht mehr und jetzt sind mir all meine Alltags-Make-up-Dinge ausgegangen, deswegen musste ich dringend hin. Ich glaube, da drehe ich einfach mal ein Haul zu, da habe ich gerade richtig große Lust drauf. Jetzt gibt es aber erstmal was zu essen und da habe ich mir auch was ganz Besonderes mal mitgenommen, das wollte ich einfach mal ausprobieren. Nicht bei Rossmann gekauft, sondern im Rewe direkt daneben. Von Iglo eine Gemüsepfanne in der Geschmacksrichtung Pesto mit Basilikum, Parmesan und Pinienkern. Klingt super duper lecker, sieht klasse aus. Die werde ich mir jetzt machen und dazu noch ein bisschen Schafskäse. Na, das sieht doch schon total lecker aus. So schön bunt und gesund. Sehr gut. Schaut mal, wie lecker das schon aussieht. Ich habe jetzt gerade noch den Feta dazu gepackt und lasse den jetzt noch ein kleines bisschen mit drin. Und dann heißt es Essen fassen. So, meine To-Do-Liste für heute Abend ist komplett abgearbeitet. Leute, das ist so ein geiles Gefühl. Eine vollkommen abgehakte To-Do-Liste. Yes. Ich hatte sogar noch ein bisschen Zeit, um eben kurz bei meinem Freund vorbeizuhuschen. Wenigstens kurz eine halbe Stunde, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Und jetzt wird unbedingt gelesen. Denn ich habe die letzten 4 Tage trotz meiner Jeden-Tag-Lesen-Challenge nicht gelesen. Die letzten Monate waren, das hört sich so viel an, die letzten 2 Monate waren für mich lesetechnisch sehr zufriedenstellend. Und jetzt bin ich die letzten Tage tatsächlich in so ein kleines Loch gefallen. Ich habe diesen Monat erst ein Buch beendet. Das war, es liegt hier nicht neben mir, es war Dark Noise. Und hier stecke ich immer noch drinne und zwar hier. Ich bin noch nicht mal bei der Hälfte. Mensch, das wird sich ändern, denn ich hoffe, dass ich jetzt noch ein paar Seiten reißen kann. Ein Stündchen Lesezeit werde ich mir jetzt noch gönnen und ich freue mich total auf die nächsten Seiten hier in Begin Again von Mona Kasten. Habt ihr das Buch schon gelesen? Ich finde es bisher gar nicht so schlecht. Ich bin ja eigentlich kein großer Fan von New Adult Geschichten, aber diese hier ist bisher ganz okay. Also ich mag es ja nicht, wenn es so mega oberflächlich ist und ich mag es nicht, wenn es so, oh, der muskelbepackte Typ und ich kann gar nicht anders, als ihn anzustarren. Ich möchte ihn am liebsten, ja, ich mag es einfach nicht. Und hier ist es so ein bisschen anders, auch wenn der Protagonist, also der männliche Protagonist hier nicht unbedingt mein Fall ist. Mag ich die Story und vor allem mag ich die Nebencharaktere. Auf die freue ich mich auch schon in der Fortsetzung, denn der zweite Teil, tja, wie heißt denn der noch gleich? Feel Again? Nee? Doch? Ich bin mir nicht ganz sicher. In dem geht es auf jeden Fall nicht um die 2 Hauptfiguren hier, sondern um 2 Nebenfiguren, die hier schon auftauchen. Finde ich total cool und den werde ich definitiv lesen, denn die 2 mag ich ganz besonders gerne.
So, jetzt schauen wir mal. Starten wir auf Seite, hier bin ich irgendwo, 222. Und mal schauen, wie weit ich komme. So, ich bin auf Seite 266 angekommen im 19. Kapitel und werde jetzt aber nach 40 Minuten das Buch zuschlagen. Ich habe keine Stunde geschafft, denn ich bin so müde, mir fallen es die Augen zu. Deswegen sage ich jetzt gute Nacht und bis morgen. Guten Abend, Freunde. Es ist Mittwochabend. Wir haben es kurz nach, ich fange schon an zu lallen hier, dabei habe ich nichts getrunken, sondern bin einfach nur müde. Kurz nach 11 ist es. Ich bin gerade zurück aus Stuttgart von der Lesung von und mit Simon Beckett. Aus Die Chemie des Todes hat er natürlich nicht gelesen. Das ist der erste Band der David Hunter Reihe. Nein, er hat aus dem mittlerweile, ich glaube, es war der fünfte Band gelesen. Und ich bin so happy, dass ich ihn kennenlernen durfte, dass ich seiner Lesung lauschen durfte. Die deutschen Parts hat der Schauspieler Kai Martens, glaube ich, heißt er, gelesen. Bekannt aus der Soko Wismar, ein unheimlich ebenfalls sehr sympathischer Autor mit viel Charisma und viel Witz hat er die Szenen da durchgelesen. Fantastisch. Auch ganz toll moderiert übrigens nicht von ihm, sondern von, Margarete von Schwarzkopf. Ich bin wirklich super dankbar, dass ich dabei sein durfte. Ich wurde eingeladen von der Körperweltenausstellung und hatte tolle Plätze. Wir hatten Presseplätze, was natürlich auch gigantisch war. Man musste nicht direkt von Anfang an da sein, also nicht zum Einlass direkt. Es war nämlich eine, ich glaube, ausverkaufte Veranstaltung. Ich habe gehört, rund 400 Leute waren da. Und da ist es natürlich super, wenn man gute Plätze schon reserviert hat. Ach, ich habe den Abend total genossen. Meine Begleitung hat sich dann noch, Dani, liebe Grüße an dich, die Körperweltenausstellung angeschaut, während ich in der Signierschlange stand bei, nicht bei David Hunter, sondern bei Simon Beckett. Und habe mir mein Büchlein signieren lassen. Ich habe eine Widmung von Simon Beckett. Total cool. Er ist ein unheimlich höflicher und sympathischer Mann. Ein Brite eben. Und ja, wie gesagt, ich habe den Abend echt richtig, richtig genossen. Bin jetzt aber hundemüde und muss aber noch Fingernägel machen. Mit denen kann ich morgen so nicht zur Arbeit. Es ist aber schon kurz nach 11. Egal. Es ist eine anstrengende, turbulente und dennoch unheimlich geile Woche. Ich habe noch zwei große, tolle Veranstaltungen vor mir, denn ich habe heute noch spontan eine Einladung bekommen für ein Event, das am Sonntag stattfindet. Und zwar geht es da um das Pre-Screening zu Tote Mädchen lügen nicht. Das ist die Buchverfilmung von Jay Asher. Ist der Autor. Und das Buch wurde jetzt von Netflix quasi verfilmt. Auf Netflix wird ab dem 31. März die Serie laufen. Und ich habe die Möglichkeit, zu einem Pre-Screening zu gehen. Ich wurde eingeladen und freue mich da auch schon mega, mega drauf. Stress, aber sehr, sehr, sehr geil. So, und jetzt laber ich nicht weiter. Ich werde mir jetzt noch schnell die Fingernägel machen und ihr guckt euch mal eben 1, 2, 3 kleine Ausschnitte von heute Abend an. Guten Abend. Ist das an? Jetzt. Guten Abend. Alle in ein mysteriöses Licht getaucht. Oh Gott, das ist ja gruselig geradezu. Ja, willkommen zu einer Lesung mit einem der, glaube ich, besten und erfolgreichsten englischen Autoren, die wir in Deutschland zurzeit alle gerne lesen. Simon Beckett, der ja auch nicht das erste Mal in Deutschland ist. The dark aspects of human nature. The first four novels I wrote, the ones which were before the David Hunter ones, were very much psychological thrill. Oh, is that booming? Okay. Were very much psychological thrillers. But that's something I've tried to do as well in the David Hunter novels, because although the David Hunter novels, there's a lot of forensics in the sort of the psychological aspects. It will float only for as long as there is air in its lungs, before gradually sinking to the bottom. If the water is very cold or deep, it will remain there, undergoing a slow, dark dissolution that can take years. But if the water is warm enough for bacteria to feed and multiply, then it will continue to decompose. Wenn das Wasser aber warm genug ist, um Bakterien Lebensraum zu bieten, dann verwest er. In den Eingeweiden entstehen Gase, die dem Körper Auftrieb geben, so dass er an die Oberfläche zurückkehrt. Dann erheben sich ganz buchstäblich die Toten. Der Körper treibt in Bauchlage an oder unmittelbar unter der Wasseroberfläche. Arme und Beine hängen nach unten. Gut so. Zwar war es möglich, postmortem entstandene Verletzung von den tödlichen zu unterscheiden, aber am besten vermied man sie. Eine Leiche war ein Beweismittel, das leicht Schaden nahm, wenn man zu grob damit umging.
Und wenn diese hier roch, schien der Verwesungsprozess fortgeschritten zu sein. Haben Sie eine Ahnung, wer es sein könnte, fragte ich und machte mich auf die Suche nach Stift und Papier. Vor etwa 6 Wochen ist jemand hier aus der Gegend verschwunden, sagte Landi. Und wenn ich nicht so abgelenkt gewesen wäre, hätte ich sein Zögern vielleicht wahrgenommen. Wir denken, es könnte sich um ihn handeln. Freunde, es ist Donnerstagabend. Ich bin von der Arbeit zurück und habe jetzt einen mordsmäßigen Kohldampf. Eigentlich wollte ich heute Abend nur einen Salat essen, weil momentan stelle ich meine Ernährung so ein bisschen um und achte mehr drauf, dieser ganze Fastfood-Scheiß. Also nicht, mit Fastfood meine ich jetzt nicht irgendwie Meckes oder sowas, da war ich schon Ewigkeit nicht mehr. Nee, ich meine jetzt eher so Essen, dass man sich so schnell in den Ofen schiebt und so Fertigzeugs, ist einfach nicht gut. Und wenn man darauf achtet, ein bisschen mehr zu gesünderen Sachen zu greifen, ich glaube, dann tut man sich damit selbst einen sehr großen Gefallen. Das mache ich momentan, aber ich habe echt einen Mordskohldampf und Angst vor einer Fressattacke. Deswegen habe ich mir in meinen Salat was reingetan, beziehungsweise habe ich meinen Salat wo reingetan. Denn es gibt einen Reissalat. Ich liebe Reissalat. Der sättigt, der macht glücklich und ja, den werde ich jetzt gleich essen. Yummy, yummy, yummy. Danach werde ich mit euch ein Päckchen auspacken. Ich habe ein Überraschungspaket von Lovely Books bekommen. Total cool, ich weiß nicht, was drin ist. Das machen wir gleich zusammen auf. Dann werde ich meinen Podcast einblubbern. Das habe ich noch nicht gemacht, denn morgen kommt die neue Folge vom Namibia Diary online. Und dann sollte auch der Podcast dazu verfügbar sein. Das liegt heute Abend an. Und dann wird hoffentlich bald geschlafen. Ich bin ziemlich müde noch von gestern Nacht. Es war eine lange Nacht. Ich habe erzählt, ich muss noch Nägel lackieren und bin echt müde. Und da die nächsten Tage, inklusive Wochenende, eben auch sehr turbulent und stressig werden, positiv stressig, fände ich es schön, wenn ich heute vielleicht so gegen 10 schlafen könnte. Wir werden sehen. Lecker, 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 lecker. Guten Appetit. So, dann lasst uns mal schauen, was sich hier in dem Päckchen von Lovely Books verbirgt. Ich werde es jetzt mal aufschneiden. Moment, ich stelle mich kurz zur Seite. So. Dann gucken wir mal. Tada, tada. Eine Box. Aha. Mann, ich bin so aufgeregt. Ich bin echt gespannt, was sich da drin verbirgt. Ne? Oh, das ist ja süß. Hallo, Anka. Hallo Anka, die Frühlingssonne spitzelt immer öfter durch die Wolkendecke und passend dazu senden wir dir heute eine echte Frühlingsbotenbox zu. In Abby Waxmans Debütroman Gegen Liebe ist kein Kraut gewachsen, kann Lillian den ein oder anderen bunten Farbklecks in ihrem Leben gut gebrauchen. Nach einigen Schicksalsschlägen blüht Lillian ausgerechnet in einem ungewollten Gärtnerkurs so einiges. Unkraut, Lebensfreude und große Gefühle. Mit unserer kleinen Buchbox bringen wir Blumen und Erblühen. Bringen wir Blumen zum Erblühen und dich hoffentlich zum Strahlen. Das auf jeden Fall. Wir möchten gerne von dir wissen, wie dir dieser amüsante Liebesroman gefällt. Daher freuen wir uns über Rezensionen und Berichte auf deinem Blog oder YouTube-Kanal sowie über Posts bei Twitter, Facebook und Instagram mit dem Hashtag Gegenliebe ist kein Kraut gewachsen. Demnächst startet auch die Leserunde zu Gegenliebe ist kein Kraut gewachsen, zu der dich Rowold und wir ganz herzlich einladen möchten. Cool! Vielleicht hast du ja Lust, mit anderen Lesern über deine Leseeindrücke zu diskutieren. Nun wünschen wir dir aber erstmal viel Freude mit dem Buch, schöne Lesestunden und ganz viel Erfolg bei der Blumenaufzucht. Beste Grüße, Marina vom Lovely Books Team. Cool, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Marina, und liebe Grüße ins komplette Lovely Books Team. Und da befindet sich nicht nur der Roman drin, sondern sehr, sehr, sehr cool, schaut mal, eine Blumenmischung. Da habe ich auf meinem Balkon nämlich extra so ein Kästchen für, so ein Blumenkasten nennt sich das Ding, ne? Ja. In dem sind nur solche Wildblumensamen drin und der blüht immer ganz, ganz, ganz arg schön. Und da werde ich die einfach mit dazu streuen jetzt. Cool! Und was haben wir hier? Oh, Herzchenluftballons. Die kann man auch immer gut gebrauchen. Und das ist der Roman. Oh, der sieht aber süß aus. Schön. So ein bisschen Frühlingsgefühle. Eigentlich bin ich ja nicht so die große Gärtnertante, aber seit einiger Zeit
mag ich es dann doch ganz gerne, mal wieder ein bisschen Zeit draußen zu verbringen im Garten, um mich da so ein bisschen körperlich zu betätigen, fernab von Computern, Schreibtischen und so weiter und so fort. Und ich werde hier auf jeden Fall mal reinlesen. Ich glaube, in der Buchhandlung hätte ich nicht unbedingt zu dem Buch gegriffen, aber jetzt habe ich es da und dann werde ich auch auf jeden Fall mal reinlesen. Danke, 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 Lovely Books! Ha, geschafft. Es ist jetzt 10 Uhr, kurz nach 10. Und ich bin soweit durch mit allem. Das Podcast-Geblubber ging heute viel schneller als erwartet. Ich bin so happy mit der aktuellen Folge. Schaut sie euch doch mal an. Hört sie euch doch mal an. Ich werde sie euch hier oben verlinken. Ihr findet sie nicht nur bei YouTube, sondern auch in eurem Lieblings-Podcatcher. Also wenn ihr da eine Software habt, über die ihr Podcasts anhört, dann könnt ihr auch da meinen Blubber-Podcast finden. Hört ihn euch doch mal an. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback dazu gebt. Das ist jetzt nicht super professionell aufgenommenes, aber ich erzähle einfach so ein bisschen von Namibia und vertone mein Diary. Ja, eine meiner Lieblingsfolgen wirklich. Also lest da mal rein oder hört mal rein. Ich würde mich sehr freuen. Ja, und weil ich festgestellt habe, dass der Vlog schon ziemlich lang geworden ist, werde ich ihn an dieser Stelle beenden. Ich teile diese Woche also in zwei Teile, wie es bei der morgigen Lesung mit Anne Freitag und Adriana Popescu war, sein wird. Und was ich am Sonntag beim Netflix Pre-Screening erlebe, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr Lust habt, gern im nächsten Video wieder. Macht's gut.